Ein herzliches Willkommen zu einem kleinen Infovideo oder Tutorial-Video von TrainSymbol 4, Folge 15 mit mir zusammen. Ich bin der Dennis. Spielt das? Ich würde sagen, ich zeige euch jetzt mal, wie genau ihr das mit der Sandbox macht und euch einen eigenen Zug zusammenstellt, und zwar Schritt für Schritt. So, ihr kommt ja hier in dieses Menü rein. Das ist das erste Menü, was aufleuchtet oder aufploppt. Dann geht ihr auf zu den Zügen, ganz normal. Dann geht ihr nicht auf in die Zughalle, sondern auf die Strecke auswählen. Nehmt oder sucht euch eine Strecke aus. Wir nehmen jetzt einfach mal die Strecke Schnellfahrstrecke Köln. Gehen dann nicht auf Fahrplan, nicht auf Szenarien und nicht auf Trainingsmodule, sondern freies Spiel, die freies Spiel Sandbox erkunden. Sucht euch dann hier ein Startpunkt aus. Wir nehmen in diesem Fall einfach mal Aachen Hauptbahnhof und gehen dann auf Spielen Sie jetzt. Und dann zeige ich euch Schritt für Schritt, wie ihr das mit den Zügen macht. So, das Allerwichtigste ist, wenn ihr dann hier am Bahnhof angekommen seid, zu Fuß natürlich, müsst ihr euch erstens mit der Taste 9 einen Überblick verschaffen auf der Karte, wo ihr euch befindet und wo der Weg beziehungsweise die Gleise weitergehen, weil hier hören sie auf. Ihr seht, wenn ihr nämlich das nicht macht und ihr macht dann den Zug in die falsche Richtung, könnt ihr, glaube ich, selber sehen, was dann passiert. Sondern wichtig ist halt, dass ihr euch dann vertraut macht mit der Karte, euch orientiert. So, wir haben hier die Kurve. Das heißt, wir müssen in diese Richtung gehen. Genau, da sind nämlich auch die Aufgaben, die es hier zu spielen gibt. So, hier ist das rote Signal. Ihr müsst auf jeden Fall vor dem roten Signal euren Zug hinstellen. Ist glaube ich plausibel. Genau, jetzt sind wir nämlich hier. So, dann machen wir da raus. Dann drückt ihr die Tab-Taste. Dann steht hier neuen Zug erstellen. Da geht ihr drauf. Dann könnt ihr aus allen Zügen, die ihr besitzt, aus allen DLCs, aus allen Zügen, einen wählen. Wir nehmen jetzt einfach mal Wir nehmen jetzt einfach mal die Baureihe 3. Metrolink einfach mal. Oder auch nicht. Warum? Warum 0 Meter? Muss ich das jetzt verstehen? Dann nehmen wir den. Nehmen da einfach mal den 6 Wagen. Und dann ist ganz wichtig, dann leuchtet das hier auf. Ihr könnt aber auch, wenn ihr euch umdreht, dann taucht das hier auf. Ihr könnt natürlich dann bis hier ran ziehen. Ihr müsst immer das rote Signal im Auge behalten. So. Dann seht ihr ja, also ich spiele zum Beispiel mit dem Controller. Bei mir ist das dann immer die Taste Y. Dann taucht der Zug auf. Das heißt, dann könnt ihr über diesen Zug verfügen. Ihr könnt natürlich auch den ganzen Bahnhof schmücken. 6 Züge kann man an der Zahl erscheinen lassen. Mehr als 6 ist nicht möglich. Ich habe selber gemerkt heute, mehr als 6 Züge kann man nicht erscheinen lassen an einem Bahnhof. Warum? Weiß ich nicht. Es ist halt so. Also ihr könnt dann hier noch überall Züge hinstellen, 6 an der Zahl, um den Bahnhof etwas, ja, lebendiger zu gestalten. So, in diesem Fall bei euch machen wir das mal nicht. Wir steigen jetzt einfach mal ein. Schließen wieder die Türe. Oder wir machen das einfach gleich. So. Gehen jetzt hier in den. Das ist doch der Steuerwagen, oder bin ich jetzt? Wieso? Wie kann ich da nicht rein?
da, Entschuldigung, da ist die Tür. Da war ich doch ein zu tief. Okay. Schließen die Tür. So, das heißt, wir setzen uns jetzt auf unseren Sitz. So, was dann ganz wichtig ist, nochmal die Taste 9, damit ihr wieder in die Karte kommt. Dann drückt ihr die Maus und tippt einmal die vorne die Zugspitze an, indem ihr auch sitzt. Einmal anklicken. So, dann seht ihr hier, schließen, Zug entfernen oder Route setzen. Wir wollen in diesem Fall eine Route setzen. Klicken da drauf und dann könnt ihr die Karte wieder scrollen bzw. auszoomen und könnt dann hier einfach durch die ganze Karte scrollen und euch dann natürlich auch bis Köln Hauptbahnhof eine Route setzen. Machen wir aber in diesem Fall mal nicht, sondern fahren einfach. Oh, was ist denn hier? So, wir sind da. Oder? Ne, wir sind ja noch weiter. So weit will ich gar nicht fahren. In diesem Beispiel jetzt. Genau, das reicht. So. Und dann seht ihr hier diese grüne Schiene, diesen grünen farbig. Da könnt ihr euch dann immer eine Route setzen. Ziel setzen, Mausklicken, bestätigen. Und dann habt ihr eine Route. Und dann ist auch das Signal grün vor euch. Vorher ist es auf jeden Fall rot, denn ihr könnt da nicht drüber fahren. Dann natürlich ganz wichtig, den Zug aufrüsten, ist ja logisch. Das heißt, wir machen hier auf jeden Fall erstmal die Generator, Treibstoffpumpe ein, Generator fällt ein. Statt früh aufrüsten, Schalter auf aufrüsten. Okay. Ja, ich habe den selber so noch gar nicht richtig aufgerüstet, muss ich ehrlich sagen. Von daher, Motorlauf fahren. Ah ja, jetzt aber. So. Aufrüsten. So. Nein. Mehrfachdruckzieher brauchen wir nicht. So. Damit sind wir jetzt schon mal aufgeladen. Warte mal. So, der läuft auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Da müssen wir jetzt noch ein paar Dinge regeln. Und zwar, ja, im Prinzip wisst ihr ja, wie es geht. Zugspitzensignale auf dem Hell. So. Den Zug. Kombihebel. Wir müssen aber noch den Linksschalter vorwärts. So, das müssten wir eigentlich hoffentlich abfahren können. Natürlich noch die Türen schließen. Schließen Sie, habe ich doch. Die Türen verriegelt. Schließt die denn nicht? Aber irgendwas habe ich das Gefühl, ist hier noch nicht richtig. Irgendwas habe ich bestimmt hier noch übersehen. Ah, jetzt geht's, ja. Wir fahren auf jeden Fall. Zugsicherungssysteme lasse ich jetzt mal aus. Warum wir jetzt keine Spitzensignale anhaben? Naja. So, dann könnt ihr auf jeden Fall die Route fahren, die ihr euch festgelegt habt.
Wir sind schon viel zu schnell, aber das ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig, weil wie gesagt, die Medaille wird es hier sowieso nicht für geben. Von daher, das ist ja eigentlich jetzt nur aus. Organisatorischen Zwecken, beziehungsweise aus, um euch das zu zeigen, wie das genau funktioniert. Er ist bestimmt noch nicht hundertprozentig aufgerüstet, bin ich mir absolut sicher. Das war es bestimmt. Oder auch nicht. Na, ist ja jetzt eigentlich auch egal, weil wie gesagt, jetzt nur, um euch das zu zeigen. Wie das halt so funktioniert. Der jetzt auch gleich schon da. Die Leistung eigentlich auch schon wegnehmen. So, dann wären wir schon am Ziel. Aachen, Rote Erde. Also wie gesagt, dann könnt ihr auch mit solchen amerikanischen, englischen, österreichischen, wie auch immer, Zügen, Triebwagen an jedem, auf jeder Strecke fahren, die ihr wollt. Das ist wirklich ein sau, sau geiles Feature, diese Sandbox. So, dann jetzt hier so einigermaßen auf den Punkt anhalten. So, dann haben wir das Ziel erfüllt. Dann können wir den eigentlich wieder abrüsten. Oder wir können auch eigentlich wieder auf die Taste, auf die Tab-Taste gehen. Beziehungsweise gehen auf die Taste 9, klicken den Zug an, gehen auf Zug entfernen. Dann ist der Zug entfernt und ihr könnt euch dann einen neuen erstellen und weiterfahren und oder in die Gegenrichtung wieder, wie ihr wollt. Das ist eigentlich der simple Trick hinter dem Ganzen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein wenig helfen. Vielleicht für die, die es noch nicht so hundertprozentig wussten, wie das Ganze vonstatten geht. Wie gesagt, ihr könnt euch jeden x-beliebigen Zug hier hinstellen. Auf jeder x-beliebigen Strecke. Alle Züge, die ihr habt, alle Strecken, die ihr habt, beziehungsweise auf alle Strecken, die ihr habt. Und könnt euch dann so die Baureihe 193 Vectron zum Beispiel im Personenverkehr benutzen, am IC, am RE. An den N-Wagen und so weiter. Ihr könnt den Rabe hier auf der Strecke fahren. Ihr könnt die Vorarlberg S1 bzw. S-Bahn hier auf dieser Strecke fahren oder auf allen anderen Strecken, die ihr habt. Wie gesagt, das ist ganz wichtig, dass ihr immer die Schritte, die ich euch hier gezeigt habt, befolgt. Dann klappt das auch. Ich habe dafür auch schon ein paar Beispielvideos auf meinem Kanal gezeigt. Schaut gerne mal rein und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich mache gerne noch weitere Tutorial-Videos zu den einzelnen Funktionen von TSW4. Gehabt euch wohl, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Restfeiertag, auch eine schöne Restwoche. Das war es erstmal mit Videos von mir, von TSW4, weil ich, wie gesagt, am Samstag auch in Stuttgart bin. Jetzt die nächsten 3 Tage noch arbeiten gehe und ja, freut euch auf das, was aus Stuttgart kommt. Bis dahin sage ich ciao, servus und tschüss. Ich danke für euer Interesse. Macht's gut, passt auf euch auf, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dennis Spieters. Macht's gut. Ciao, servus und tschüss.